heute wollte ich eigentlich mit euch ein Make-up kreieren, mehr diese Weihnachtslook mit Produkte, ausschließlich Luxusprodukte. Und dann werde ich noch einen Look kreieren als Vergleich, dass ihr seht, mit günstigeren Produkten kann man uns auch genauso gut schminken. Aber ich fange erst einmal an mit den teuersten. ja, und ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, dass ihr mein Video weiterhin teilt oder liked oder kommentiert. So. Das erste Mal, was ich immer mache vor einem Make-up, ich brauche eine gute Primer und ich liebe den von Christian Dior. Also ich liebe es, es ist ein Traum. Es heißt Capture Youth Glow Buster. So. Paar Tropfen. Die Hand schmieren. Und einfach auf dem Gesicht auftragen. So, da ein bisschen unter die Augen leider. Also heute habe ich keine Augencreme mehr aufgetragen, weil so hält das ein bisschen länger, meine Concealer. Und so oder so, die Concealer mittlerweile heute um sie auch alles, was man braucht eigentlich, um ein schönes Make-up zu machen. Okay, gut. Ich fange an mit einem Produkt, sehr, sehr beliebt mittlerweile für eine leichte Ausstrahlung, für eine leichte Make-up zu kreieren. Das ist vom Chanel Le Beige und das ist Eau de Teint. Das ist mir so ein Wasser-Make-up. So. Und ich trage es mit einem Pinsel. Selbstverständlich. Vom Chanel. Ja, ein paar Pumperl an. Mach das gern. Ich trage meistens einmal, aber man kann es aufbauen, wenn man ein bisschen mehr Resultat haben möchte, also mehr Deckkraft. Die Primer ist auch vom Chanel, es heißt La Base Ombre. Genau, und so schaut er aus. Vom Chanel. Und das trage ich einfach auf meinen Lid. Dadurch, dass das ein persönliches Produkt ist und ich nicht auf meine Kunden verwende, ich werde es einfach applizieren. Mit dem Applikator. So. Ich möchte mit dieser Palette dieses Mal arbeiten. Wie heißt das? Edition Quintessence arbeiten. Also wunderschöne Farben, finde ich. Und möchte einfach so eine leichte weihnachtliche Look verwenden. Ich werde aber als Grundierung, eigentlich, ich liebe das, ein bisschen Farben übereinander zu legen, dieses Silver Screen vom Chanel. So schauen sie aus. Ich verwende es sehr gern. Auch alleine zu verwenden ist überhaupt kein Problem. So. Das gleiche trage ich da auf dem gleichen verwenden die drei Farben hier, also einmal Gold, einmal Champagner und einmal Grün und schauen wir mal, was rauskommt. Möchte mit den grünen Farben anfangen, oder? Na, wir werden den Champagner nehmen.
Sicher, das ist das, was ich meine, dieser tolle Effekt, was man schafft mit dieser tolle Farben. Schaut es jetzt dann aus? Das liebe ich eigentlich beim Chanel, weil die Glitzer nicht so extrem ist. So, ich habe einmal diese tolle Champagner verwenden. Jetzt werde ich mit den grünen Farben arbeiten und das schön am Ende des Auges. Und dann habe ich mich entschlossen, mit diesen zwei Farben zu arbeiten, weil ich denke mir, die passen sehr gut dazu. Am Ende des Auges verwende ich diese rötliche Farbe. Und da vorne. Das hier und nochmal drüber gehen. Ich möchte diese Layering machen, weil mir kommt vor, die Farben kriegst du hin, so wie du deine Vorstellung hast, und das kannst du schon sehr gut machen mit anderen Lidschatten. Ne? Chanel Stilo Eau Waterproof in Nummer 867. Und ich möchte einfach nur meinen Wimpernkranz betonen. Das ist so ein leichter Eyeliner-Effekt scharf. Hey Leute, muss ich euch sagen, ich habe noch nie mich geschminkt direkt in der Kamera. Ich finde das sehr, sehr schön. Smoky-Effekt schaffen. Genau. Mit dem Pinsel verwische ich ein bisschen drüber. Und jetzt nehme ich noch eine braune. Die Farbe ein bisschen drüber. Gut, schaut es gut aus. Jetzt machen wir unterhalb. Okay. Das war das gleiche. Vom Chanel.
Es wird langsam smoky. Ich finde die Farben sind wirklich schön. Und drinnen werde ich wieder mal den verwenden vom Chanel. Entschuldigung. In Nummer 228 für Innere. Auch den ersten Champagnerfarbe verwenden, dass ich eine wunderschöne Übergabe schaffe. Also das gleiche. Da. Und da fahre ich einfach schön drüber. Genau. Das gleiche mache ich hier. Genau. Und da ein bisschen drüber. Genau, so schaue ich aus. So, und jetzt, ich bin total anders als die anderen. Ich werde jetzt an meinen Concealer auftragen. Mache mein Schwämmchen nass. Mit Eau Thermale. Finde das gut. Da. Concealer. Und wenn ich schon dabei bin beim Concealer, ich verwende den Concealer ein bisschen als Highlighting. So. Auch Spiegel. Ich will mal leichte Contouring machen. Das ist ein Healthy Glow Bronzing Cream. Ich verwende es als Contouring auch von Chanel. Und im Sommer verwende ich es ganz normal. Ohne Bedenken, einfach jeden Tag. Ja, es ist nicht so intensiv. Das mache ich gern. Da meine Knochen wangeln, dass ich dünner ausschaue. Genau. Es geht nur um ganz wenig Contouring. Lassen wir nicht konturen, weil ihr braucht keine Kontur. Jetzt werde ich das ein bisschen einblenden mit meinem Schwänzchen. Und jetzt verwende ich noch einmal das Make-up, weil ich möchte ein bisschen mehr Deckkraft damit erreichen. Ihr seht es jetzt an. Schaut das viel, viel aus. Das ist das, was ihr erreicht mit
zweiten Applizierung. Genau. Genau, und nochmal auf die andere Seite. Ich glaube, dass meine Nachbarn jedes Mal riechen, wenn ich ein Video drehen muss oder will. Dann fangen sie mit alles Mögliche. Und heute ist Sonntag und ich denke mir, kannst ja nicht ein bisschen ruhig bleiben. Genau. So. Ich verzichte freiwillig auf Buddha, weil ich eh schon eine trockene Tein habe. Für die, die richtig das Glück haben, eine fettige Tein zu haben, bitte verwendet ein bisschen. Es ist wichtig, dass ihr matt bleibt. Aber ich finde trotzdem, obwohl dieses Make-up so wasserig ist, schaut trotzdem sehr matt aus, wenn das richtig eintrocknet. Und jetzt warte ich ein bisschen. Inzwischen Zeit machen wir die Brauen, Augenbrauen. Ich mache aber nicht viel. Meine Augenbrauen sind eh schon geliftet, gefärbt. Ich möchte nur so eine leichte Betonung machen. Das ist Pump in Braun von Christian Dior. Das liebe ich, diese Gel ist mega. Einfach über deine eigene Härchen drüber bürsten. Das gleiche mache ich hier. Genau. Super aus, gell? Simpel, aber doch. Okay. So. Dann werden wir ein bisschen Rouge auftragen. Das ist eine limitierte Edition von Chanel. Coco Code heißt das. Das sind so vier verschiedene Farben. Ich verwende erst die D2 Farben. Ein bisschen noch mehr Contouring und die letzten zwei Farben verwende ich als Rouge. Ich liebe Produkte, die verschiedenen Möglichkeiten damit die zu schminken. Das heißt, ich liebe das, wenn eine Rouge zusammen mit der Highlighter ist oder es ist einfach easier, statt 100.000 Sachen zu kaufen. Also Contouring werde ich wieder mal unter meine Knochenbankerle ganz leicht drüber fahren. Genau, nur so. Das gleiche mache ich hier. Genau. Und ich tue es immer ein bisschen nach oben bürsten. Genau. Das gleiche mache ich hier. So. Und dann nehme ich eine richtige Rouge jetzt an. Die verwende ich auch zusammen. So. Umgekehrt. Die fange immer vom Haaransatz nach vorne, dass ich nicht zu viel Material vorne habe und dann kann ich es nicht mehr wegtun. Lächeln. Ganz wenig und tupfen. Muss man jetzt auch nicht ausschauen, so wie hätten wir Fieber gehabt. So. Sitzt das? Schaut so gut aus. Das gleiche mache ich hier.
Ich fahre immer einmal so und einmal umgekehrt mit dem Pinsel. Ja. Wunderschön, was sagt sie? So, dann, wenn wir wie ein Bantusch auftragen, da verwende ich immer von Lancôme Hypnose Mascara. Und bevor ich überhaupt die Wimperntusche aufdruck, ich möchte ein bisschen die Wimpern schon nach oben bürsten. Genau. Wie Zickzack-Bewegungen, ich mag das gern. Schön, gell? Man sieht schon, dass die Wimpern ohne Wimperntusche nicht so gut ausschauen. Mit Wimperntusche schauen sie automatisch voll aus. Genau. Und jetzt Lippenstift. Ich dachte mir auf eine dunklere Farbe, dunkelrot zu verwenden. Schauen wir mal, was ich von dunkelrot oder ich werde diese Farbe verwenden. Das ist die 420. Das ist Rouge Coco Lip and Blush. Wie gesagt, ich liebe solche Sachen, wo man zweifältig verwenden kann. Die Säge immer mit dem unteren Teil meiner Lippe so schöner Lippenstift, Lipgloss, Gloss, Entschuldigung. Und ich möchte aber auch eine kleine Highlight mitbringen. Und da verwende ich diese wunderschöne Lipgloss nur einfach in der Mitte von meiner Lippen. Auf meine Hand drücken, drauf tun, dass meine Applikator
da nicht dann so schmutzig wird oder voller Farbe. Hallo, ist das nicht schön? So, wir sind fast fertig mit meinem Chanel Make-up für Weihnachten. Selbstverständlich bei dieser Look darf nicht fehlen meine magnetische Wimpern. Und ich nehme als Kontrastfarbe die violett-schwarzen, weil ich bin mit grün geschminkt. Ich möchte ein bisschen mehr Wow-Effekt schaffen. Also. Der untere Teil hat die Magneten nach oben. Am Ende des Auges. Die Augen zumachen. Ich werde freu, dass ich appliziere. Ich werde einfach die Zoom besser machen. So schauen sie aus. Die untere Teile haben die Magneten nach oben. Das ist so leicht zu machen. Einfach unten. Die obere Teile haben die Magneten nach oben. Nach unten, Entschuldigung. Das gleiche mache ich mit dem zweiten Auge. Sieht ihr, was ich meine? Jetzt. Ich muss euch sagen. Bitte. Was ich da für Effekt habe. Und immer bitte ein bisschen nach draußen ziehen, dass das nicht so nach oben steht. Ne? Das gleiche machen mit diesem Teil unten um. Genau. So. Ich bin jetzt fertig mit meinem wunderschönen Weihnachtslook. Wollte euch zeigen, wie das funktioniert. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nachmachen. Und wie gesagt, nächste Woche werde ich ein neues Video machen. Ein bisschen zu zeigen, die Unterschiede oder überhaupt keine Unterschiede, ob du jetzt ein Chanel Make-up verwendest oder einfach Drogerie oder andere Firmen Make-up verwendest, um einen Look zu kreieren. Es schaut, ich denke mir, es schaut sehr, sehr schön aus, dieser Look. Meine Haare machen mich fertig. Ja. Was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis nächstes Mal. Bussi von eurer Claudia. Danke.